die Umgestaltung des Königlichen Platzes in München und die dort entstandenen Bauten sind mit dem Haus der Deutschen Kunst die ersten architektonischen Planungen des Dritten Reiches. Der 1878 geborene Paul Ludwig Troost war vor Albert Speer der Lieblingsarchitekt Hitlers, für den er 1933 mit dem Umbau der Führerwohnung in der alten Reichskanzlei in Berlin begann. Er war auch verantwortlich für den Umbau des Braunen Hauses in München. Troost plante und errichtete ab 1933 die Parteibauten am Königsplatz mit den Ehrentempeln. Professor Troost hat die Vollendung seiner Bauten nicht mehr erlebt. Er verstarb 1934. Professor Leonhard Gall und Frau Professor Gerdi Troost haben weitergeführt, was er plante. Troosts Architektur steht für das Bauen im Dritten Reich, weil er die dann geltenden Bauformen geschaffen hat. Gegenüber den Propyläen erheben sich zur Linken und zur Rechten die mächtigen Baukörper des sogenannten Führerbaus der heutigen Musikhochschule und das Verwaltungsgebäude der NSDAP, dem heutigen Zentralinstitut für Kunstgeschichte. Vor ihnen, näher zur Achse des Platzes hin, standen die beiden Ehrentempel. Auf je einem Block aus Muschelkalkstein stützten 20 7 Meter hohe Säulen einen Deckenkranz. In den Vertiefungen der Sockelblöcke standen unter freiem Himmel die eisernen Sarkophage der 16 Totenanhänger Hitlers des 9. November 1923, die hier nach dem Willen Hitlers ein gemeinsames Grab finden sollten. Am 9. November 1935 wurden die Ehrentempel mit der Überführung der Toten, wie es damals hieß, eingeweiht. Der Bereich dieser Ehrentempel wurde für den Verkehr gesperrt. Vor den Treppen der beiden Gebäude stand durchgehend ein Doppelposten der SS. Passanten mussten beim Vorübergehen den rechten Arm zum sogenannten deutschen Gruß heben. Jedes Jahr am 9. November wurde hier die sogenannte Fahnenweihe vollzogen. Der jährlichen Totenehrung folgte dann die Aufnahme von Parteianwärtern in die NSDAP. Die Ehrentempel überstanden den Zweiten Weltkrieg unversehrt. Nach Kriegsende ordnete die amerikanische Besatzungsmacht im Juni 1945 an, die Ehrentempel zu beseitigen und die 16 Sarkophage der Toten einzuschmelzen. Erst 1947 wurden, nach verschiedenen verworfenen Umgestaltungsvorschlägen zu den Tempeln, diese gesprengt. Lediglich die Sockel blieben erhalten.